Hallo, guten Morgen. Wie geht es euch? Wie ihr seht, bin ich noch ein bisschen müde. Ich habe ordentlich Augenränder im Moment. Das liegt unter anderem daran, weil ich einfach auch noch, ich habe halt einfach noch ein kleines Kind, einen kleinen Gabriel Shiva und eine größere, die Ananda, aber der Gabriel Shiva schläft noch nicht durch. Und ja, ist einfach, ja, manchmal nachts noch ein bisschen wach und so in den letzten Nächten ziemlich häufig und das zeigt sich dann hier. Ja, dennoch bin ich heute Morgen super inspiriert und möchte euch gerne kurz etwas teilen, was bei mir gerade so los ist. Einige von euch habt es ja mitbekommen, dass ich doch eine ganz schöne Doppelbelastung habe im Moment mit meiner Tante in Amerika, um die wir uns sehr intensiv kümmern, was sehr zeitintensiv ist. Wir haben dieses wunderbare Seminarhaus, was total Spaß bringt, was mir so viel Kraft gibt. Wir haben hier die Dunkelretreats, die ich betreuen darf. Wir haben bald eine Indienreise, die passiert. Und wir haben, ja, Gott sei Dank, das gibt mir ganz viel Kraft. Das gibt mir ganz, ganz, ganz viel positive Energie. Aber dennoch, auf der weltlichen Ebene ist es halt einfach gerade auch wirklich viel. Ich habe gestern mit einer Frau gesprochen. Ganz, ganz liebe Frau, die uns hier ab und zu hilft im Wäscheraum bei uns. Ja, das ist ja auch alles so weltlich, was hier gemacht werden muss im Seminarraum. Und es ist total wunderbar. Die kommt einfach vorbei und hilft uns mit der Wäsche. Ist total, total hammer. Ist die Schwester von einer Mitarbeiterin und hilft einfach ehrenamtlich manchmal mit. Und ich habe ihr so ein bisschen erzählt und sie sagte, naja, also sie hat auch so einen Fall gehabt in der Familie und mussten dann auch alles Mögliche auflösen, ganzes Haus und was alles dann zu tun ist mit der Versicherung und dies und das und alles neben der normalen Arbeit, ja, ist, und ja, wie schlimm das ist, wenn es einfach dann auch nur ganz wenige machen in der Familie oder es auch nur auf den Schultern von ein oder zwei Leuten liegt, und das, was das für eine Doppelbelastung ist. Und natürlich zeitlich gesehen, aber auch energetisch. Und ich habe das die letzten Wochen auf jeden Fall sehr stark gemerkt, wie viel Kraft mir das dann auch gibt, genau in dieser Zeit wirklich mich zu verbinden mit den höheren Welten und zu meditieren. Und gerade gestern Abend war so eine Situation, die möchte ich gerne mit euch teilen. Ich war wirklich von morgens irgendwie so um, ja, weiß ich, 7 am Wursteln bis abends sehr, sehr spät. Moment, ich muss hier mal meinen Slack ausmachen, mein Kommunikationssystem mit allen. Kleinen Moment einmal. So, sonst werde ich immer angeslackt. Das ist von meinem Team, von meinem Spirit Balance Team. geht jetzt los, ist früh morgens, aber ich muss jetzt mal einmal dieses Video machen. Und zumindest war ich ziemlich auch genervt, wie langsam Sachen vorangehen in der USA und Sachen, die wir vorhaben und so weiter, um meiner Tante weiterzuhelfen. Und die Mühlen mahlen langsam, verschiedene Dinge, die einfach sehr viel Zeit kosten, mit den Ärzten zu sprechen, mit den Rechtsanwälten in Kontakt zu sein, um Sachen voranzukriegen. Die Gesetze sind einfach anders wie hier in Deutschland. Wenn du jemandem helfen willst als Angehöriger, ist es unglaublich kompliziert, also man kann nicht einfach nur helfen, man muss tatsächlich sehr viele legale Schritte machen, die wirklich sehr viel Kraft kosten. Und ich war doch ziemlich genervt, bin dann zum Arati gegangen, habe dann Hanuman Chalisa ge gechantet, also ein kraftvolles Totram zu Hanuman. Und auf einmal kam diese Glückseligkeit, also diese Freude, und ich weiß gar nicht, woher die kam, der ganze Stress war pum, auf einmal weg. Und ich fühlte mich so, als ob ich irgendwie, ja, irgendwie so 3 Wochen Urlaub gehabt hätte, plötzlich irgendwie total happy war. Der Körper war zwar müde, vielleicht auch irgendwo die Seele ein bisschen traurig, ja. Aber so, es war so eine Happiness auf einmal da und die wurde immer mehr. Und so habe ich auf einmal angefangen, noch weiter zu chanten, so richtig Scherze zu machen beim Chanten, also beim Kirtan, einfach so bei diesem Hin- und Her-Chanten. Das heißt, du chantest was und alle chanten hinterher. Und das war total eine Leichtigkeit und eine Freude. Und so bin ich ins Bett gegangen. Es war total wunderbar. Und ich möchte euch einfach mit diesem Beispiel sagen, dass egal wie viel Stress ihr habt und egal wie viel ihr denkt, wie ihr keine Zeit habt zu meditieren, gerade dann ist das so wichtig. Und heute Morgen bin ich wieder so aufgewacht, weil ich habe dann nach dem Arati, gestern Abend, ich muss noch einen kleinen Schluck trinken, habe ich dann noch weitergearbeitet und überlegt, wie ich diese ganzen Papiere sortiere, wann ich das denn mache und dass ich dafür irgendwie noch irgendwelche Nachtschichten brauche. Und dann, jetzt mal einen Schluck trinken, Moment.
habe ich mich heute Morgen ganz früh hingesetzt und wer rief an? Der Raghavendra Das. Raghavendra Das ist ein sehr, 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 sehr powervoller Yogi. Er ist wirklich super speziell und irgendwie hat er gerade im Moment das Talent, mich immer dann anzurufen, wenn ich irgendwie, ja, dann doch wieder so merke, wow, das ist jetzt viel, weil ich bin schon sehr stressresistent, wirklich. Also wer mich kennt, der weiß das und ich bin echt ein Stehaufmännchen, aber das ist schon wirklich intensiv so, ja, um so viele Baustellen im Leben zu haben. Und er rief genau in diesem Moment an und hörte mir zu und erzählte mir ein paar Mantren und sagte mir, hey, wow, ich chante auch für dich, ich chante nochmal für deine Tante. Und er hat mir nochmal gesagt, ich komme Shivaratri. Und es hat mir jetzt gerade nochmal so einen Aufwind gegeben, wo ich einfach merke, so wow, und auch so gedacht habe, wow, was würde ich jetzt machen, hätte ich nicht diese spirituelle Connection. Unter Garantie würde ich jetzt in dieser Situation, in der ich jetzt wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich mal abends zum Gläschen Wein greifen, würde mir Filme reinziehen und würde versuchen, einige von diesen intensiven Gefühlen von Stress, von einfach nicht alles schaffen können, zu versuchen, anders zu kompensieren. Und ich habe dann dieses Gefühl gehabt, ich möchte euch einfach dieses Video machen, um einfach nochmal zu sagen, was für eine Power Mantren haben, was für eine Power auch wahre Spiritualität hat und dass es auch nicht darum geht, alles wegzudrücken oder irgendwie, dass immer nur alles toll sein muss. Die Maya, die Illusion, in der wir hier leben, kann intensiv sein, gar keine Frage. In Indien wird es genannt Maha Maya. Ja, Maha ist groß, Maya ist die Illusion. Und gerade dann, wenn wir durch Zeiten gehen, wo wir das Karma von anderen bearbeiten oder von uns, oder einfach mittendrin sind in dieser Maya als Seele, ja, dann agieren wir hier in dieser Materie und gerade dann ist das so wichtig, positive, kraftvolle Energie zu kriegen. Ja, und ich habe gerade das Gefühl, das ist ganz, 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 ganz wichtig, das nochmal in Erinnerung zu rufen, mit Energieobjekten, Kraftobjekten, mit positiver Energie sich zu verbinden und die negative Energie nicht gewinnen zu lassen. Ne? Wie wichtig das ist, da auch bewusst dran reinzugehen. Und ich merke halt auch, ich habe gerade eine Menge Mitgefühl so, wenn Menschen keine spirituelle Energie fühlen, wie schwierig das für sie sein muss. Ich habe das große Glück mittlerweile, dass ich nach so vielen Jahren intensiver Meditation mich hinsetze und sofort die Trance spüre. Aber ich verstehe das, dass Leute wirklich glauben, dass Mantra ein Konzept ist, dass Mantra etwas ist, woran man glauben muss oder dass Meditation etwas ist, woran man glauben muss oder es bringt ja nichts oder so. Aber ich kann euch sagen, nur durch Praxis wird es anders. Man fängt an, das zu fühlen. So, und das ist, mein Gott, hier so viel Kling, 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 also es ist halt frühmorgens, alle möglichen Leute wollen was von mir. Ich mache das mal kurz auf Stille. Ja, und das möchte ich euch einfach nochmal mitgeben als Inspiration, egal wie müde ihr seid, egal wie viel Stress ihr habt, egal was ihr denkt, ob ihr das fühlt oder nicht fühlt oder so, chantet Mantren, macht weiter und wer kann, wirklich, diese Shivaratri wird mega, das fühle ich, das wird wirklich mega, das ist in 6,5 Wochen geht's los. Es ist ein 10-Tage-Programm. Raghavendra Das wird kommen, extra aus Rajasthan. Und wer mit will mit mir auf diese Reise, ich kann euch sagen, das wird sehr kraftvoll. Und noch was. Habt den Mut, authentisch zu sein. Ja, ich merke das auch gerade so, wie mich nervt es gerade total an. Habe ich ja auch schon im anderen Video gesagt, so diese, was man denn alles zu sein hat irgendwie, besonders als spiritueller Mensch. Also balanciert, gerade das höre ich auch. Deine Firma heißt ja Spirit Balance, also musst du ja besonders balanciert sein. Nein, es geht darum, die Spiritualität immer wieder zu balancieren und meiner Meinung nach kannst du nur mit authentischer Energie wirklich was erreichen. Ich merke das auch jetzt mit meinen Talks mit Raghavendra Das. Nur wenn ich ehrlich sage, Mann, mir geht's einfach, ich bin gerade so verletzt, warum passieren so viele Dinge, warum ist das so schwierig, warum ist so viel Negativität in der Familie von meinem Onkel gewesen. Das ist so heftig. Das ist wirklich wie in der Ramayana der Ravana, so, ja, diese Story so. Also wirklich super krass. Kann nur so viel sagen, ja, wirklich super krass. Und ich habe richtig gemerkt, meine Seele hat richtig so einen Hit gekriegt davon. Ja, wozu Menschen fähig sind, das ist unglaublich. Und er sagte ja und hat mir zugehört und sagt, ja, das ist so. Du lernst halt über Seelen, du lernst in der Maya, du lernst die
verschiedenen Stufen von Illusionen kennen, dass es okay, akzeptiert ist. Und hätte ich das nicht offen und ehrlich gesagt, würde ich immer so tun, als ob ich in Balance bin, würde ich immer so tun, als ob alles toll ist, würde ich überhaupt nicht lernen. Versteht ihr? Dann würde ich überhaupt nicht weiterkommen. Und ich merke so mehr und mehr, das habe ich letztes Jahr schon, das war so ein Riesenthema im letzten Jahr für mich persönlich, wie was für eine Power in authentischer Energie ist. Und zwar glaube ich mittlerweile ganz fest daran, wenn wir alle wirklich jederzeit authentisch wären. Wow, was wäre hier los? Wir würden viel weniger übereinander urteilen, wir würden viel mehr miteinander sein, wir würden viel mehr in Kontakt wirklich gehen, wir würden auch wirklich mehr helfen können. Und jetzt sehe ich hier gerade Raghuvendra, das ist sogar dabei, das heißt, das ist ja wunderbar. So I will start now a little bit in English because I see Raghuvendra Das is also here. Hi. And I just talking about you. I'm talking that you will join Shivaratri and how happy I am that you're supporting in this amazing intense time which you know I'm personally going through and how powerful mantras are and how powerful the peace of mind is and how powerful it is to remember to always connect back to the divine. And I think it's a big illusion to think we don't have time for meditation, we are not peaceful enough for meditation, we are not good enough for meditation, or we don't believe the mantras, or we don't believe the spirituality that are always very, very big illusions that you know, can prevent us for the next step. And there's also a saying in the Indian, in the old scriptures, and that are thousands of years old knowledge, that it's a really, really powerful to spend time with saints and sadhus, yogis, because if you do that, your soul is remembering, you know, a higher consciousness is remembering the space outside the Mahamaya. I mean, you will be always in the Maya, even if you are a yogi, you are in this five elements, you will be always, you know, even if we're a Western yogi living in this world, but you know, it's remembering of what else we are capable of, you know, and what else the soul is capable of and the levels of consciousness. And that is so, 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 so amazing. And I, every time I feel that when I come to India, it's like, wow, it's a mind shift. It's a shift. And you know, there's a beautiful saying, and that saying is, if you have struggles in your life, you try not to avoid them. Try to learn to actually sail the waves in the stronger way, you know. So anyhow, to do that, there are some tools for understanding the Mahamaya, to understand the negativity, to handle it. If you read the story of the Ramayana, if you read the story of the Hindu scriptures, you will see there's always a fight between good and evil. And as stronger the good soul is, as more evil is trying to attack, then, you know, as stronger the tools are of that soul, as stronger the protection circles and as stronger the beautiful outcome for the souls are, not just for our souls, but for the other souls as well. And in order to do that, it takes a lot of self-reflection and a lot of self-care and also the willingness to really look beyond the Maya, look beyond the illusion. So I really, from my heart, I'm so thankful to the connection to Raghuvendra Das. And I'm also very, very happy to be in India soon. The darkness retreats here will be led when we are gone from Maria and Sabine. They will stay here. And there are a lot of beautiful people coming here. And so I'm really grateful, you know, that I have this kind of work. And I would love to tell you, in your life, try to connect to the divine, even if you go through hard times, even if you go through good times, no matter what it is, but if you connect to the divine, you always have a different look at the world. You know, one part you are attached, but one part you're detached. You're like, you're in, but you're not in, you know, you're kind of in a different mindset, and it helps you, you know, a lot to
understand the Mahamaya, the illusion, the creation of the world, the karmas, the souls. So, guys, lots of love to all of you. And if you have some questions or if you are interested of more live streams, you can also request your information, what you want to learn or what questions you have, maybe about Indian spirituality, about mantras, about darkness retreat, whatever you're interested in, you can type in here. Okay? Happy to meet you soon, and just be authentic, be you, and don't try to be perfect. There is nothing perfect in this world, and it's okay as it is. And yeah, let's have the, you know, the dareness to be, you know, to just be you and be authentic and connect only to people who are also authentic. That is my goal for 2019. I only want beautiful people around me in this year, 2019, in my inner circle, who also having this mindset. So happy to see you soon. Bye.